So, noch mal kurz zurück zum großen TV-Duell am Sonntag. Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, warum müssen da wirklich 4 Moderatoren sitzen? 2 Politiker und 4 Moderatorinnen und Moderatoren, weil alle vertreten sein wollen, ARD, ZDF und RTL und Sat.1 soll auch so eine Journalistenattrappe dann noch hinstellen. Ja, dann finde ich, müsste man es konsequent machen, dann wirklich alle Sender. Dann auch Kika. Warum soll da nicht auch Bernd das Brot Fragen stellen? Oder irgendein abgehobener Journalist von Arte, der Merkel dann über den französischen Strukturalismus ausfragt. Oder kann auch ein Moderator von RTL Nitro da sitzen, der mit Schulz dann über Monster Trucks fachsimpelt. Warum nicht? Ich meine, es wäre allemal relevanter als solche Fragen. Kurze Zwischenfrage, weil wir gerade über Religion geredet haben. Heute Sonntag, ist einer von Ihnen beiden in der Kirche gewesen heute? Ich wüsste nicht, was das Frau Maischberger angeht. Aber ja, wir waren am Sonntagmorgen alle in der Kirche, um zu beten, dass es ein spannendes TV-Duell wird. Die Gebete wurden leider nicht erhöht. Im Prinzip kann man diese Veranstaltung so zusammenfassen. Zunächst mal hat Klaus Strunz, den kennen Sie inzwischen alle, Klaus Strunz, ja, da wissen Sie, wo das herkommt, eine strunzdumme Frage stellen. Klaus Strunz hat erstmal gefragt, wann die Flüchtlinge wegkommen. Dann ging es um Erdogan. Dann wollte Strunz wissen, was eigentlich mit den Flüchtlingen ist. Dann ging es um Trump. Anschließend kam Strunz mit dem Thema Flüchtlinge. Dann ging es um Nordkorea. Dann hat Strunz überraschenderweise mal nicht nach Flüchtlingen gefragt, hatte wohl kurz einen Blackout. Und dann ging es auch schon in die Zielgerade, Schlussworte von Merkel und von Schulz. Dann war die Sendung aus, alle haben das Studio verlassen, bis auf Strunz. Der wollte nicht rausgehen aus Angst vor den Flüchtlingen. Es war ja schon dunkel. Ach so, ein Thema natürlich. Ganz unangenehmes Thema für Schulz. Es kam das Gespräch auf Ex-Kanzler Gerhard Schröder, der jetzt im Vorstand des russischen Mineralölkonzerns Rosneft sitzt. Ganz blöd für Schulz. Das im Wahlkampf, mitten im Wahlkampf, der Gerhard Schröder. Ich meine, vielleicht ist es Strategie. Vielleicht will er irgendwie verdeutlichen, dass die Agenda 2010-Politik der SPD gar nicht so moralisch verwerflich war, weil es eben noch viel moralisch Verwerflicheres gibt. Vielleicht ist das die Strategie, dann würde ich sagen, Glückwunsch, gute Idee. Aber es wirkt schon recht gierig und Taktgefühl zeigt er damit auch nicht unbedingt. Ja, fährt da seinen Genossen in die Parade, seinen SPD-Genossen. Es sind ja viele Politiker schon in die Wirtschaft gewechselt, klar, das ist üblich heutzutage. Es werden noch weitere Politiker folgen, wer weiß, was Frau von der Leyen demnächst macht. Ja, also ob sie es noch so lange in der Politik aushält, vielleicht geht sie zu Vella. Ja, oder Dietmar Bartsch von der Linken, vielleicht zu steif. Er ist ja so ein steifer Typ irgendwie, ne? Und Guttenberg wäre ein Kandidat für Dr. Oetker. Ne? Und Alexander Gauland geht zu Braun.